So, ich habe eine kurze Frage euch zum Start. Und zwar, wer von euch weiss, was letztes Wochenende Unfassbares geschehen ist? Meine Frau natürlich. Dort noch jemand, einen Versuch? Jesus ist auferstanden. Letztes Wochenende. Ist ein bisschen länger her, wo wir es gefeiert haben. Aber ja, Jesus ist immer eine gute. Der FC Winterthur ist aufgestiegen nach 37 Jahren in der Challenge League. Das heisst, ich hatte letzten Sonntag in Winterthur einen schwierigen Job gehabt, weil einerseits war es natürlich nahe, unfassbar, weil das ist unfassbar. Andererseits haben in dieser Nacht vor dem Sonntag 10'000 Menschen von Winti mitten in der Nacht, und zwar morgen um 2:30 die Mannschaft gefeiert, die zurückgekommen ist aus Kriens, wo sie den Match gewonnen haben. Und die einen von denen sind dann auch dementsprechend so am Morgen im Gottesdienst gesessen. Aber das hat natürlich bewegt und ich habe gefunden, es passt so, weil es ist so ein unfassbarer Moment. Weil aber im Zürich Oberland der FC Atal nicht so erfolgreich shootet, müssen wir das ein bisschen anders starten, um euch ein bisschen abholen. Und darum habe ich gedacht, wir machen heute einen Sonntagsmaler. Wer von euch kennt das noch? Genau. Das heisst auch, ich brauche 3 Freiwillige. Und keine Angst, ihr werdet nicht bloßgestellt, aber mutige voran. Ihr müsst nicht gross Zeichnungskills haben, aber wer von euch wagt es, zu mir rasch helfen da vorne, um etwas Unfassbares fassbar zu machen? Da haben wir jemanden, danke vielmals. Noch 2 mehr, vielleicht noch jemand aus dem Mittelblock. Wenn es keine Mutigen gibt, haben wir da Joni Schneider. Ah, schau dort hinein, der Simon. Ist gut. Kommen wir gerade beide, dann haben wir alle. Mal, Joni, komm auch noch, dann haben wir das. Danke vielmals. Jetzt, ihr wisst, wie es funktioniert. Nein. Montagsmaler geht es so, ich sage euch einen Begriff und ihr zeichnet den da drauf und ihr da müsst ab dem Moment, wo sie zeichnen, versuchen herauszufinden, was sie zeichnet. Und das geht der Reihe nach. Wer von euch will anfangen? Ich würde sagen, wir machen Ladies first. Ist das gut? Also du darfst gerne zeichnen, einen einfachen Begriff. Ich zeige ihn dir da rasch, und zwar der da. Achtung, fertig, los. He? Nein. Engel gehört, bravo, Applaus, das ist zackig gegangen. Dann gehen wir doch zum Simon. Falls noch ein bisschen Hilfe bräuchtest, dann darfst du mal hier noch lesen, den Vers. Hilft dir vielleicht ein bisschen. Gut. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. He? Warte mal, du kannst noch eins hinterblättern, dann hast du da genug Platz. Ja, genau. Sehr gut. Ein bisschen spicken. Ein Engel. Nein. Wie? Nein. Nein. Das Bienchen, nein. Eine Blume. Kein Engel, keine Blume. Ah, Simon, du machst es so gut. Euer Bibelwissen ein bisschen. Fabelwesen, ja. Hä? Nein. Fast. Cherubim. Bravo, Dave. Bravo, Simon. Top Job, wirklich. Challenge. Und dann der Joni. Für dich machen wir es besonders einfach. Wenn wir wissen, dass du nicht so gut zeichnest. Vielleicht als Hilfe für dich da noch. Gut. Feuer habe ich gehört, sind wir schon. Der Gollum ist nicht. Busch, brennender Busch, aber ist nicht das, was wir suchen. Nein. Gottes Gegenwart, ja, wir sind nicht dran, wir sind nicht dran. Also, wir sind auf einem guten Track, Dornbusch, Feuer. Der Mose, wer ist noch der gewesen, sonst? Der Erzengel, ist nicht das, was ich suche. Gegenwart. Die Herrlichkeit kommt fast. Ich glaube, ich löse ihn auf. Joni, du hast wirklich einen Top-Job gemacht. Es ist der Engel des Herrn.
Der Engel des Herrn. Engel haben wir gehört. Aber bravo, Joni, ein guter Versuch. Ich danke euch vielmals. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ich wage zu behaupten, niemand von euch war bewusst, dass dort nicht Gott selber Mose begegnet, sondern es heisst, der Engel des Herrn war im Feuerbusch. Das war für mich auch neu gewesen. Wir werden auf das zurückkommen. Was ich mit dieser kleinen Übung wollte zeigen, ist, in dieser Serie versuchen wir etwas, nämlich Unfassbares fassbar zu machen. Und genau das ist die Challenge. Das, was im Montagsmaler, Sonntagsmaler passiert, ist eine Übersetzungsarbeit von etwas, was wir hier lesen, hinzu, dass ihr es verstehen müsst, bildlich, visuell. Und genau so ist es mit dieser Thematik, die wir uns in den letzten zwei Sonntagen schon beschäftigt haben, dass es da um Sachen geht, die manchmal schwierig zu erklären sind, aber uns in der Bibel davon berichtet werden. Und da braucht es eine Übersetzungsarbeit. Darum danke vielmals fürs Illustrieren. Ich blättere gerade eins weiter. Die Zeichnung kommt euch möglicherweise bekannt vor, weil der Elias euch am Sonntag eins von dieser Serie schon auf das mitgenommen hat. Und ich möchte noch mal einen ganz kurzen Rückblick machen zum Start, damit wir in dieser Illustration von dieser unfassbaren Welt noch mal landen. Der Elias hat euch mitgenommen, und zwar dorthin, dass er zeigt hat, dass die Bibel schon von ganzem Anfang an eigentlich von zwei Realitäten redet. Schon in der Schöpfungsgeschichte erfahren wir, dass Gott die Erde geschaffen hat mit den Menschen, aber wir sehen auch, dass es dort eben mehr gegeben hat, dass es eine unsichtbare Realität hat, dass er Himmel und Erde geschaffen hat. Und im Verständnis von der Antike ist die Himmelswelt immer auch gleichzusetzen mit einem Blick in die Götterwelt. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass es für die antiken Menschen oft auch so war, dass sie in diesen Gestirne am Himmel, also die Sonne, ich hoffe, man kennt es, der Mond sollte das sein, und Sterne, das Göttliche gesehen haben. Darum kommen natürlich dann auch die Sternbilder, wo die einen von euch vielleicht recht die Erfahrung haben drin, die jetzt erkennen, so ein paar Hobbyastronomen. Da hat man lebendige Wesen gesehen und man hat dieser Welt oder dem, was man im Himmel sieht, Göttliches attestiert und gesagt, die Götter, die lenken auf dieser Erde, die sitzen im Himmel. Da gibt es den Gott der Sonne, den Gott vom Mond, eben die Sterne und ihre Bilder. Oder, um den Link nochmal zu Lappland zu schlagen, der Elias hat tatsächlich etwas gesehen, wo nicht alle Menschen gehen, die auf Lappland gehen. Er hat nämlich mir ein wunderschönes Bild von den Nordlichtern geschickt. Wer von euch hat Nordlichter schon mal gesehen? Vielleicht ist es so gleich gegangen wie mir, wo ich das auch erleben darf. Es ist etwas Übersinnliches. Es macht etwas mit einem. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die alten Samen, die Urbevölkerung von Lappland, gesagt hat, Götter tanzen, wenn sie das Ereignis gesehen haben. Also, dass wir ein bisschen verstehen können, so denkt man das. Und ehrlich gesagt, ein bisschen können wir das auch heute in einer aufgeklärten Welt nachvollziehen, weil auch heute noch beeindruckt uns der Himmel und die Schöpfung. Und wir sehen dort drin etwas von dem Übernatürlichen, Unfassbaren. Es scheint uns etwa die, dass das Geheimnis dahinter steckt und nicht einfach rational erklären. Was auch klar wird, ist, dass eben der Himmel die Sphäre ist, wo Gott wohnt. Und jetzt habe ich hier noch den Thron gezeichnet. Wir kommen jetzt zum Verständnis der Juden, vom jüdischen Volk. Für sie war klar, Jahwe, der Gott, ich bin, der ich bin, sitzt auf dem Thron. Er ist der Herrscher, er ist der Gott. Aber es hat natürlich auch andere Völker gegeben, die haben noch mehr Götter gesehen dahinter. Und wir lesen ja auch in der Geschichte vom Alten Testament, dass sich das Volk von Israel mit den Göttern der anderen Völker auseinandersetzen musste. Das ist ein kleiner Hinweis. Aber was klar ist, für die Autoren vom Alten und vom Neuen Testament, ist, die sind zutiefst überzeugt von einer unfassbaren, unsichtbaren Realität, wo die Erde, wo die irdische, fassbare Realität ergänzt. Und etwas wird auch immer wieder klar in diesen Texten, und das ist, dass Gott nicht allein im Himmel ist, sondern dass da noch andere Scharen um ihn sitzen. Wir lesen das zum Beispiel, und Elias hat euch auch schon auf das mitgenommen, im Psalm 89, ab Vers 6. Dort heisst es, in der himmlischen Ratsversammlung fürchten sie Gott mit heiliger Scheu. Ja, Ehrfurcht ergreift alle, die um ihn sind. Also, was uns in diesem Text beschrieben wird, und ehrlich gesagt noch an vielen anderen Stellen in der Bibel, zum Beispiel im Hiob, ist, dass Gott, Jahwe, eine Ratsversammlung hatte von himmlischen Wesen, wo er teilweise zusammengerufen hat und mit ihnen zusammen dann auch gewisse Entscheidungen getroffen hat. Das ist noch recht interessant, wenn man zum Beispiel im Hiob dann lesen, dass er die Versammlung der Gottessöhne zusammengerufen hat und mit ihnen entschieden hat über das Schicksal des Hiob. Oder auch, dass er zum Beispiel im Buch der Könige den Ratschluss verwendet hat, um
um einen Entscheid zu treffen über das Weitergehen von einem König von Israel. Und es ist interessant, es scheint so, als würde Gott mit diesen Menschen, mit diesen Wesen zusammenarbeiten, so ganz ähnlich, als wir es heute kennen, weil wir ja wissen, wir als seine Kirche, wir üben seinen Auftrag aus auf dieser Welt. Also die Idee ist die, dass Gott mit ihnen zusammen herrscht, dass er mit ihnen auch gewisse Entscheide trifft, dass er ihnen gewisse Kompetenzen gibt. Jetzt gibt es aber da drin auch noch eine weitere Sphäre. Und Elias hat da auch schon darauf mitgenommen. Mir ist einfach ganz wichtig, dass wir das nochmal als eine Grundlage haben. Es, auf dem baut dann auch die anderen Gedanken aus. Nämlich, es gibt den Ort, wo Himmel und Erde sich überschneiden, wo das zusammenkommt, wo plötzlich die himmlische Welt sichtbar wird. Und die Bibel berichtet uns von dem, immer und immer wieder. Die Bibel berichtet uns davon und den meisten von euch kommen jetzt sofort die Engelserscheinungen in den Sinn. Das ist dann, wenn Himmel und Erde irgendwo übereinander sich überschneiden. Da haben wir sofort den Engel Gabriel im Kopf, der Maria begegnet. Das ist so das, was uns am schnellsten dann sofort irgendwie klar wird. Und da gibt es die Sphäre, wo sich da etwas überschneidet. Da passiert eine Interaktion. Also anscheinend braucht Gott die Himmelswelt und die himmlischen Wesen auch, um gewisse Interaktion mit dieser Erde zu machen. Und die passiert eben da drin. Immer wieder sehen wir, dass uns von dem berichtet wird. Was aber wirklich das Herausfordernde daran ist, ist, dass wir Bericht haben von diesen Menschen, die versuchen, das, was sie da drin sehen, in Wort zu fassen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Und der biblische Anspruch ist nicht der, dass das ein Lehrbuch ist, wo einem 150 Paragraphen erklärt, wie die Engel funktionieren und wie die Zwischenwelt funktioniert, sondern dass sie ein Buch ist, eine Sammlung von Geschichten, wo punktuell dann Erlebnisse von Menschen da unten mit dieser Welt beschrieben werden. Und manchmal lesen wir das und denken so, okay, der Teil hätte jetzt auch eine neue Episode in Star Wars sein oder so. Weil es ist recht Science-Fiction-haft. Und das ist genau das, dass das schwierig ist, das zu übersetzen. Und in dieser Serie möchten wir uns ein bisschen auf den Weg machen, das miteinander zu ertasten. Für die Menschen der damaligen Zeit war klar, es gibt die Realität. Für die Juden, für das erwählte Volk, für das Volk Israel war klar, Jahwe regiert. Aber auch für sie war klar, es gibt noch mehr Himmelsmacht. Und die anderen Völker haben die einen repräsentativ für das gehabt. Da hat es zum Beispiel eben den Gott der Sonne gegeben. Da hat es andere Götter gegeben. Und je nach Volk haben sie vielleicht einem Gott besonders anerkannt gegeben. Und was wir dort auch entdecken, ist, dass die Welt eben auch interagiert hat auf diese Art und Weise. Du hast zum Beispiel den König von Ägypten, den Pharao. Und er ist die Inkarnation von Gott liebhaftig auf Erde, also vom Gott der Ägypter. Oder sie haben ja mehrere Götter gehabt. Und was auch deutlich wird, ist, dass immer die Menschen da unten streben nach dem. Und sie werden so wie das. Und das ist sehr interessant, wie uns das immer wieder berichtet wird. Und viele Völker rund ums Volk Israel haben viel Götter glauben gehabt. Das mal so als Grundlage. Das ist wichtig, zum jetzt eintauchen in das doch sehr einfache Thema, das ich euch mitnehmen darf, von den Engeln. Und ich möchte auf die drei Kategorien, die wir vorher zusammen angeschaut haben, kurz ein Augenmerk legen und miteinander eintauchen. Und wir starten bei dem grossen Überbegriff, nämlich bei den Engeln an sich. Die Engel, das Wort steht für Botschafter, es kommt aus dem Griechischen Angelos und heisst eigentlich gesendete Botschafter. Also, wir dürfen davon ausgehen, dass es da noch mehr Wesen gegeben hat in dieser Himmelswelt. Und ehrlich gesagt, die Bibel berichtet uns nicht sehr klar, was für Hierarchien es da gibt. Wir haben einerseits die Ratsversammlung, aber es ist davon auszugehen, dass es noch mehr so Wesen gibt. Nehmen wir das als einen Engel. Jetzt sehr interessant, Engel werden uns eigentlich nie mit Flügeln beschrieben. Und die erscheinen in dieser Welt da, in dieser Zwischenwelt, zum Beispiel als Engel Gabriel, heilige Schein, und tauchen da den Menschen auf. Wieso kommen sie dorthin? Sie sind gesendete Botschafter und sie zeigen sich diesen Menschen in dieser Zwischenzone und Maria zum Beispiel sieht ihn. Eben, ich finde es sehr spannend, was unser Verständnis gemacht hat aus dem. Wir sehen sofort das Putenengel, hat Elias glaube ich auch schon gesagt, klein und dick und mit Flügeln. Von dem wird uns nicht berichtet. Dann, wenn die Botschafter Gottes auftauchen, sind sie oft menschenhaft. Es wird nicht viel mehr gesagt. Manchmal sind sie in einem hellen Licht. Die einen davon sind personifiziert, andere nicht. Das heisst, es war eine Heerschar von Engeln gewesen. Aber es scheint so, als hätte es da eben so Himmelswesen, die dann gesendet werden. Im biblischen Verständnis, im Auftrag von Gott,
Sie handelt in seinem Auftrag. Ich möchte ein paar Eigenheiten von diesen Engeln mit euch zusammen anschauen. Das Erste, wie schon gesagt, sie sind Botenwesen. Sie haben Nachrichten überbracht. Sie sind Gesendete. Und vielleicht klingelt da schon etwas an, weil du und ich, sind wir das nicht auch? Sie kommen mit einer Botschaft, wenn sie im Namen von Gott kommen, die nicht eine Botschaft ist von der Angst. Also sie sind nicht furchteinflößend. Ihre Anrede war meistens, fürchte dich nicht. Vielleicht, weil es im ersten Moment ein bisschen strange war, so etwas zu erleben. Fürchte dich nicht. Das ist eine sehr häufige Anrede, die die Engel aussprechen. Zum Beispiel der Hirte, zum Beispiel der Maria, zum Beispiel am Zacharias. Dann lesen wir im Hebräerbrief, dass sie da sind, um zu helfen. Also sie dienen und leisten Hilfsdienst. Verschiedenste Arten. Zum Beispiel, der Apostelgeschichte 5 wird uns berichtet, Befreiungsdienst. Sie haben die Apostel, die gefangen genommen worden sind, heisst, ein Engel hat sie aus dem Gefängnis rausgeführt. Dann der Schutzdienst. Jesus redet über das und er sagt, besonders die Schwachen unter euch, die Engel sind da, um sie zu beschützen. Er redet von den Kleinen, das können sie die Kleinen im Glauben, das können sie die einfach Gestrickten, das können Kinder sein. Aber das Schwache ist kostbar bei Gott und die Engel haben einen besonderen Schutzauftrag an sie. Wir sehen aber auch, dass sie den Botendienst vom Gericht bringen. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte 12 heisst es, sie sind gekommen, um das Gericht auszuführen über dem König Herodes. Und sie verherrlichen immer Gott. Die Engel, die uns personifiziert dargestellt werden, der Michael und der Gabriel, denen ihre Namen zeigen das so schön. Michael heisst, wer ist wie Gott? Und Gabriel heisst, Gott ist meine Kraft. Was entscheidend ist bei den Engeln ist, sie werden immer klar tiefer kategorisiert als Jesus Christus. Und ich möchte euch so einen gewaltigen Text aus dem Hebräerbrief mitnehmen, wo uns das wunderschön aufzeigt. Da heisst es nämlich, Hebräer 1, ab Vers 13, hat Gott jemals zu einem Engel gesagt, setze dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe und du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt? Das ist eine rhetorische Frage und natürlich ist die Nein. Also was klar wird, ist, zur Rechten auf dem Thron ist Christus. Bei Gott. Und Engel, egal welche Stufe und Kategorie, die Bibel gibt uns nicht sehr klar Anzeichen, für welche das sind, die da im Einsatz sind, die sind drunter. Sie haben nicht die Position. Vers 14, alle Engel sind nur Wesen aus der himmlischen Welt, also wieder in Bezug auf das, das sind Wesen, die da sind, die Gott dienen. Er sendet sie aus, damit sie allen helfen, denen er Rettung schenken will. Also die haben einen Auftrag. Die haben einen Auftrag da und die wollen Menschen retten. Die wirken auf Menschen ein. Und ja, ich habe das Bild schön gefunden, Elias. Die sind irgendwo auch da, mitten unter uns. Wir können von dem ausgehen. Also da schon erste Antwort auf die Frage in meinem Predigtitel. Engel sind real. Die gibt's. Aber sie sind klar tiefer als Christus. Christus ist zu Recht auf dem Thron. Was bedeutet das für uns? Engel sind dienstbare Wesen. Sie stehen im Auftrag von Gott. Sie dienen den Bodentruppen von Gott. Sie beschützen die Schwachen. Und ich glaube, darum geht so kindliche Gebet, dass man Gott bittet, dass er seine Engel schicken als Schutzengel, als Bewahrung. Für mich verhebt das theologisch total. Solange sie nicht irgendwo einen Platz einnehmen, der grösser ist als Christus, als Gott selber. Engel verherrlichen immer Gott und weisen auf ihn ein. Sie sind nie das Zentrum der Anbetung. Das mal zum Mitnehmen. Jetzt wird es ein bisschen spookier. Jetzt kommen wir zu dem, was Simon uns grossartig versucht hat zu zeichnen. Zu den Cheruben. Cherubim. Das sind spannende Wesen. Und eigentlich ist es genau von denen, dass wir meinen, die Engel haben Flügel. Die werden uns punktuell immer wieder gezeigt in der Bibel. Und schon ganz am Anfang, im ersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose, entdecken wir sie das erste Mal. Im ersten Mose, Kapitel 3, Vers 24 heißt: So kam es also, dass die Menschen aus dem Garten vertrieben wurden. An dessen Ostseite stellte Gott Cheruben mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Weg zu dem Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt. Ich versuche mich an dem. Cheruben mit Flügeln, mit einem Schwert, feurig. Das erste Mal, wo Cheruben erscheinen sie am Rand vom Garten Eden. Gehen wir davon aus, dass der Garten Eden dort war, wo Gott unter den Menschen gewohnt hat.
wo Himmel und Erde zusammengekommen sind, wo das Paradies vollständig ist, das, was unsere Zukunft wieder erwartet. Was uns auffällt, ist, und auch später eine Stelle ist, Cherube erscheinen immer dort, wo Gottes Gegenwart anfängt. Immer dort, wo Gottes Heiligkeit kommt. Und in dem Moment stehen sie da an dieser Grenze als Wächter, damit der Mensch unheilig, profan, normal, wenn er ist, eben nicht göttlich, nicht vergeht in Gottes Angesicht. Also sie sind da mit dem feurigen Schwert. Und das ist sehr interessant, also ihre erste Aufgabe ist Wächterdienst. Und sie markieren in dem Sinn immer die heilige Gegenwart Gottes. Und wir sehen das nachher quer durch die Bibel. Das war für mich im Fall eine neue Offenbarung. Wir sehen es zum Beispiel, ich habe euch ein Bildchen mitgebracht, dass sie über den Bundeslade sind. Wieso? Weil Gott siehst du nicht. Von Gott machst du kein Bild, aber die Engel markieren seine Gegenwart. Das heisst, über diesen Engel, über diesen Cheruben, und das ist auch nur ein billiger Abklatsch, um die irgendwie darzustellen, ist Gott gewesen, hat er gewohnt. Also im Verständnis der Israeliten sind Cheruben immer ein klares Anzeichen, Achtung, Gegenwart Gottes. Und die Bundeslade, zu der hat das Volk gar nicht hin dürfen. Es war im Allerheiligsten gewesen. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass auf der Stiftshütte, auf dem Zelt der Begegnung, an den Eingang zum Allerheiligsten, hat es Stickereien gehabt. Was war darauf? Cheruben. Das ist eine Markierung, da ist die heilige Gegenwart Gottes. Sie sind also die sozusagen Gottes Bodyguards. Und wie kommen wir darauf, dass wir wissen, wie sie aussehen? Es gibt da ein paar wenige Stellen, wo uns Menschen versuchen, von da unten zu berichten, was sie für spooky Erlebnisse gehabt haben in dieser Sphäre. Zum Beispiel der Hesekiel, wo irgendwie das ganz abstrus begreift. Und wenn ich die Stelle lese, denke ich immer, du hast ein bisschen zu viel Gras geraucht, möglicherweise. Weil das ist irgendwo recht wirr. Und wir sehen dort, dass es heisst, er hat vier lebendige Wesen gesehen. Sie haben ausgesehen wie Menschen. Sie haben aber vier Gesichter gehabt und Flügel. Sie haben normale Füße gehabt, normale Beine, aber dann Huf wie ein Stier. Und sie haben sich in alle Richtungen können begegnen. Es sind so hybride Wesen, Fabelwesen haben wir da vorher als Stichwort gehört. Hybride Wesen, wo extrem viel von der vielfältigen Schöpfung von Gott abbildet. Man könnte vielleicht sagen, sie stehen für Gottes Allmacht über die Schöpfung. Sie verkörpern das. Wir sehen in der Offenbarung auch nochmal einen crazy Text, wo der Johannes so einen Blick hat in den Himmel und wo er auch die Cheruben beschreibt. Und sie werden ein bisschen anders dargestellt, weil wahrscheinlich hat er nicht die gleichen Worte benutzt, um das Unfassbare zu beschreiben. Aber was immer klar wird, ist, dort haben sie so Flügel mit ganz vielen Augen. Also recht beängstigend. Und es zeigt, Gott sieht alles. Er kann sich überall hinbewegen. Sie sind nicht ortgebunden. Sie repräsentieren Gott und seine Herrschaft über die ganze Schöpfung. Erhabenheit über die ganze Schöpfung. Was bedeutet das für uns? Cherube zeigen uns in einer imposanten Weise, die wir vielleicht in der heutigen Zeit nicht mehr so verstehen, Gottes Heiligkeit, Gottes Herrschaft über die Schöpfung und Gottes Freiheit, sich zu bewegen. Allgegenwart, könnte man dem auch sagen. Sie drücken aus, dass Gott über allem steht. Und sie zeigen wahrscheinlich auch, dass unser menschliches Denken nicht langt, um irgendeine Grösse von Gott zu erfassen. Dass er über dem steht. Geschweige denn zu beschreiben. Weil das sind irgendwie komische Versuche, um das irgendwie zu zeigen. Das sind die Cherubim und von denen hat man die Flügel und die Flügel sind dann zu so herzigen Puttenengeln geworden und eben Seraphinen, sagt man denen manchmal noch. Und die Bibel berichtet uns in recht imposanter Weise von denen. Und jetzt kommen wir zum Engel des Herrn. Die Bibel redet sehr oft von ihm. Und es ist eine spannende Erscheinung, weil es dunkt einem, dass die dort erscheint, wo eigentlich Gott selber am Handeln ist. Der Bote, der Engel des Herrn, ist ja auch ein Bote, also wird so stark mit Gott verbunden in diesen Geschichten, die so uns berichtet wird, dass man manchmal das Gefühl hat, er tritt wie hinter seinen Auftrag zurück und man sieht Gott selber. Und ich finde, keine Stelle zeigt das schöner wie die vom Feuerbusch, wo alle von uns kennen diese Stelle. Und auch ich habe gemeint, der Mose ist dort Gott begegnet. Aber wenn man lesen, heisst es, dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Ja, und was uns nachher berichtet wird, ist ein Zwiegespräch zwischen Mose und Gott. Also es scheint so, dass der Gott, der eben für Menschen nicht sichtbar werden kann, nicht greifbar werden kann, nicht fassbar werden kann, sich entscheidet in gewissen Momenten, als der Engel des Herrn den Menschen zu begegnen. Und
Ich würde gerne den Engel des Herrn benannt lassen, weil es ist nicht Gott. Es wird auch nicht so gesagt. Aber der ist so nahe dran. Das ist der Repräsentant Gottes auf dieser Erde. Ich habe den Fakt immer überlesen in dieser Geschichte. Und es hat mich gedacht, doch die meisten von euch eher auch. So viel Mühe, wie wir können, das herauszufinden. Ich finde die Geschichte aber brutal interessant. Der Engel vom Herrn, der erscheint an Mose in einem entscheidenden Moment. Ich meine, es ist eine der wichtigsten Geschichten in der Geschichte vom Volk Israel. Oder von den wichtigsten Momenten. Es ist der Moment, wo der Mose den Auftrag fasst, das Volk aus der Sklaverei zu befreien. Und zwar wo? Unter der Herrschaft vom Pharao von Ägypten, ein Repräsentant von einem Gott hier oben auf Erden. Und der Mose sagt dann dem Engel des Herrn oder Gott selber, aber was soll ich dem Volk sagen? Wer bist denn du? Welcher Gott bist du? Die verstehen, wenn ich komme und dann sagen sie, aber der Pharao hat Nein gesagt, weil er ist ja der Repräsentant Gottes auf Erden. Und dann offenbart sich Gott an Mose und sagt, ich bin der ich bin, Jahwe. Ich bin der Gott Jahwe. Das ist die Gottesoffenbarung, wo der Mose überkommt, wo nachher zur Konstitutionierung vom Volk Israel auch kommt in der Wüste, wo sie befreit worden sind. Wo er sagt, ich bin euer Gott. Ich allein, kein anderer. Es ist der erste Moment, wo er sich Mose vorstellt. Also ein entscheidender Moment, wo es auch eine klare Unterscheidung gibt von ich bin der ich bin. Ich bin der Gott. Nicht der Pharao, nicht seine Götter, sondern ich, der Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, ich befreie das Volk. Das Volk, das ich mir schon von Anfang an auserwählt habe, durch Abraham. Der Engel vom Herrn erscheint dann in der Geschichte vom Volk von Gott immer wieder im Verlauf des Alten Testaments. Er steht dort immer für die sichtbare Präsenz von Gott. Und er ist wie notwendig, weil Gott nicht in menschlichen Schemen gedacht oder erfasst werden kann. Also ergreift eben Gott Form, um das zu ermöglichen. Jetzt machen wir einen Sprung ins Neue Testament. Ich habe festgestellt, dass während der Lebzeit, während der Wirkungszeit von Jesus, von dem Engel des Herrn, keine Erwähnung ist. Ein interessanter Fakt. Aber es gibt eine Figur, die sich dort ins Zentrum vom Geschehen drängt, und die heisst Jesus Christus. Und ich wage es heute zu behaupten, dass Jesus der unfassbare Gott ist, der fassbar wird. Und er ist der, der sich den Menschen vorstellt. Und jedem Israelit, jedem Jude, ist sofort klar gewesen, welchen Anspruch er hat, als er den Menschen gesagt hat, ich bin das Brot vom Leben. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin Türen zum Leben. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Verstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Wer mit mir verbunden ist, ist verbunden mit dem Vater. Könnte es sein, dass der Gott, der sich an Mose in Form vom Engel des Herrn als der Ich Bin, der Ich Bin vorgestellt hat, sich entschieden hat, um uns zu begegnen, und zwar da unten, leibhaftig auf dieser Erde, im grossen Ich Bin, in der Manifestation vom unfassbaren Gott, leibhaftig auf Erde, Jesus Christus. Und er sagt, ich bin der Weg zum Vater. Ich bin der grosse Ich Bin. Und der ist nicht in dieser Zwischenwelt gekommen, sondern der ist da zu uns. In unsere fassbare, greifbare, menschliche, irdische Realität gekommen. Ja, Jesus, der unfassbare Gott, wird fassbar. Und zwar so fassbar, dass er den menschlichen, irdischen Tod am Kreuz auf sich genommen hat, wo du und ich auch werden erleben. Das ist nicht irgendwie ein Gottestrickli gewesen, sondern das ist Gott, der ganz Mensch wird, um die Brücke zu schlagen, um da drüber reinkommen. Nicht um das klein zu machen, die Wesen wirken und tun machen, aber umso mehr, um zu zeigen, wie nah Gott kommt. Und es überrascht mich in dem Sinn nicht, dass Gott in dem Moment den Menschen nicht mehr als Engel des Herrn erscheint, weil er hat sich personifiziert in der Form von Jesus und ist gekommen auf die Erde. Und spannend, was ich dann entdeckt habe, ist, das erste Mal, wo der Engel des Herrn wieder erwähnt wird, ist im Matthäus-Evangelium, wo es heisst, der hat den Stein vom Grab weggewälzt. Okay. Immer überlesen bis jetzt. Interessant. Ich will enden, und ich glaube, das passt auch zum Ende dieser Serie, mit dem Titel «Jesus über allem». Wir haben uns hier auf eine spezielle Sphäre eingelassen in dieser Serie. Man könnte schon sagen, ja, was hat das mit unserem Leben zu tun? Ich glaube, sehr viel. Es ist entscheidend, weil es ist der Hinterbau von unserem Glauben.
unfassbare, unsichtbare Realitäten sind real. Und gleichzeitig ist es dort, wo Gott sich leibhaftig in unserem Alltag zeigt, wo sich etwas bewegt. Und die Geschichte von Gott und den Menschen ist weitergegangen und sie hat ihren Höhepunkt in Jesus gefunden. Und so glaube ich, dass Jesus die grösste Gottesoffenbarung ist und in ihm alles zusammenkommt. Und ich möchte euch darum auf einen Text mitnehmen aus dem Kolosserbrief, der imposant ist und wo ehrlich gesagt all das, was wir in den letzten 3 Sündigen jetzt gehört haben, nochmal zusammenfasst. Wir gehen so ein bisschen schrittweise durch und ich werde immer wieder einen Bezug nehmen auf das Bild, weil ich finde, es zeigt das so schön auf. Wir lesen im Kapitel 1 vom Kolosser ab Vers 15. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Stellen wir uns das mal vor in dieser Zeichnung. Der Gott, den wir nicht sehen können, ist im Sohn, seinem Ebenbild, für uns sichtbar geworden. Er ist der Erstgeborene. Die Bibel berichtet uns, dass Jesus schon vor der Schöpfung bei Gott war, mit Gott war. Das ist das Geheimnis von dieser Dreieinigkeit, die für uns auch schwer erfassbar ist. Er steht über der gesamten Schöpfung. All das ist Geschöpf. Christus steht mit Gott über dieser Schöpfung. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, das sind die da unten, die Pharaonen, die anderen Könige, die es gegeben hat, die Putins, Bidens, die Gassissen und wie sie alle heissen. Aber auch Mächte und Gewalten. Eine Realität, die da ist. Die hinter dem stehen, die mit fungieren, die mit Einfluss nehmen. Und Elias hat gesagt, es hat auch solche, die haben sich nicht auf die gute Seite gestellt. Die rebellieren, die stehen auf, die kommen mit Egoismus, die kommen mit anderem. Aber Christus ist Herr über sie. Was für eine Zusage. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen. Jetzt kommen wir noch da oben, gell? Krass. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und jetzt wird es richtig alltäglich und greifbar. Er ist das Haupt der Gemeinde. Das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Und Gifte Zürich Oberland, spätestens jetzt sind ihr im Spiel. Wenn du gesagt hast, ja, ich bin nicht so dünn wie der Adam oder nicht so schön wie die Eva, dann jetzt kommst du ins Spiel. Weil es heisst, Christus ist das Haupt von seiner Gemeinde. Und das bist du und ich da unten, ganz viele von uns. Viel mehr als die 10'000, die am letzten Sonntagnacht den FC Winterthur geführt haben. Viel mehr. Der weltweite Lieb Christus ist da auf dieser Erde, irdisch, als Lieb von Jesus. Was heisst das? Wir repräsentieren Gott auf Erde. Was für eine Identität. Wir haben den gleichen Auftrag. Oder wir sind mit zusammen, mit diesen Mächten am Wirken, mit diesen guten Engeln. Lass uns kooperieren. Lass uns Jesus repräsentieren. Jesus, Gott, der Mensch geworden ist, er hat sich den Menschen gezeigt. Er hat einen fassbaren Blick in die unfassbare Welt gegeben. Und er hat dich und mich in seine Nachfolge gerufen. Zuerst die ersten Jünger. Es ist eine weltweite Bewegung geworden und wir sitzen jetzt drum da. Und er hat uns aufgefordert, sein Leib auf Erde zu sein. Weil diese Serie soll uns nicht einfach mehr Lehre geben, mehr Verständnis, sondern sie soll etwas auch verkörpern. Nämlich unsere Identität, die wir haben als Kirche, als Gemeinschaft der Gläubigen. Dass wir da sind, um den Leib von Jesus zu repräsentieren. Fassbar. Für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Damit sie ihm begegnen können. Durch dich und durch mich, das Geheimnis. Das Geheimnis auch von der Kirche. Das Geheimnis vom Evangelium. Dass Gott sich durch Menschen, für mich manchmal unvorstellbar. Wieso durch mich? Ich bin so unvollkommen. Aber er hat sich entschieden, das so zu machen. Er will sich den Menschen durch uns zeigen. Er will durch uns sein unfassbares Reich fassbar auf dieser Erde bauen. Und er möchte sich vor allem auch den Menschen zeigen, weil er Beziehung mit ihnen möchte. Weil er will noch viel mehr, dass die Menschen zu seiner Familie gehören. Zum Schluss, Engel sind real. Sie sind ein Anknüpfungspunkt, um über den Glauben zu reden. In der heutigen Zeit sehnen sich die Menschen auch wieder nach diesen Fragen, nicht nur das aufgeklärte Weltbild, sondern auch nach dem, was dahinter liegt, nach Spiritualität, nach irgendwie dem Übersinnlichen.
Ich glaube, wir dürfen durchaus mitreden, weil die Bibel uns viel von dem berichtet. Wir müssen dort nicht davonlaufen und sagen, oh, weißt du, oben funktioniert bei uns anders. Wir können es mitstreichen und sagen, möglicherweise siehst du da etwas in dieser unsichtbaren Realität, die durchaus real ist. Aber ich kann dir eins sagen, Jesus hat überwunden und du musst keine Angst haben vor diesen Wesen. Und ich lade euch ein, um dort, wo ihr merkt, in eurem Umfeld, das sind Anknüpfungspunkte. Der liebt sie und zu repräsentieren und zu sagen, ich stelle dir den Gott vor, der, der über allem herrscht. Das ist ein super Anknüpfungspunkt. Die Macht wirkt auch bis heute. Wir benennen sie wohl oft wegen unserem aufgeklärten Weltbild anders. Ich bin überzeugt, die sind am Kämpfen. Im Hintergrund, bei geopolitischen Ereignissen. Aber auch in unserem Alltag, in unseren Ehen, in unseren Beziehungen, in unserem Geschäft. Und versteht mich richtig. Der Kampf ist vorbei. Jesus ist Sieger, aber in uns tobt er manchmal noch, in diesen Repräsentanten, im Unsichtbaren und im Sichtbaren. Und ja, da sehen wir ja, wie sich das dann auswirkt, wie die Macht auch kämpfen, manchmal um unser Herz, im Positiven. Dass wir merken, die Engel beführen uns, zum Friedensstifter sein, zum Frieden fördern, zum den ersten Schritt zuzumachen, dort, wo wir einen Konflikt haben, sagen, okay, ich überwinde mich. Zum Halt geben für andere Menschen. Um Gottes Willen auf dieser Erde umzusetzen. Aber manchmal ja auch im Negativen, weil da hat es die anderen, die um uns kämpfen. Da kommt Machtgier und Egoismus, ich kenne es so gut. Und ich glaube, wenn wir in den Zeitungen lesen, sehen wir auch ein paar andere, die mit dem zu kämpfen haben. Da geht es darum, irgendwie können Stärke zu beweisen, den Gott von der Stärke zu repräsentieren. Da geht es darum, selber zu zeigen, dass man zuoberst auf dem Thron sitzt. Da geht es um Gewalt, ja, und am Ende, all die Sachen, sie führen leider in den Tod, in die Leere, ins Dunkle. Aber wir müssen keine Angst haben. Aber es hilft uns, das zu verstehen. Christus hat überwunden. Gott ist selber Mensch geworden und wir haben liebhaftig Teil an ihm. Wir sind mit ihm verbunden in der Kirche auf dieser Erde. Er sitzt mit Gott auf dem Thron. Alles muss an ihm vorbei. Und wir dürfen uns mit in diesen Dienst stellen, gemeinsam mit den Engeln, mit der unfassbaren Welt, gelassen, gewurzelt, mit Liebe für die Welt um uns herum, die sich nach Errettung sehnt. Ich finde es mega schön, dass wir heute miteinander hier, ich habe das nicht gewusst, aber es passt super gut, das Abendmahl feiern. Weil am Ende ist das Abendmahl das Ritual, die symbolhafte Handlung, die wir zusammen machen als Gemeinschaft, als Familie Gottes auf Erden, zu sagen, wir sind verbunden mit Christus. Und eben, das kennen wir nicht mehr so. Für die einen von uns ist es ein bisschen spooky, wieso macht man das? Für die anderen wird es schon fast ein Götz, haben das Gefühl, wir müssen das immer machen, damit sie überhaupt verbunden bleiben. Ich glaube, das Ganze soll uns helfen, das Bewusstsein zu haben. Und so werden wir heute miteinander im nächsten Teil vom Gottesdienst zu Abendmahl feiern. Das heisst, wir werden das letzte Mal, wo Jesus mit den Jüngern genommen hat, nachzelebrieren. Wir haben da drum Brot und symbolhaften Wein, ohne Alkohol, süßen Traubensaft. Und wir nehmen das im tiefen Bewusstsein, dass Christus, Gott selber, auf die Erde gekommen ist, mitten unter uns gelebt hat, Mensch geworden ist, irdischen Tod erlebt hat, und auferstanden ist und dass wir Anteil haben an dem ewigen Leben in der unfassbaren Welt mit ihm und dass wir jetzt verbunden sind mit ihm als seine Beauftragte, als Kirche auf Erden. Und das Ganze wird so ablaufen, dass ihr im nächsten Teil, wenn die Band spielen wird, dürft an die Stationen gehen und dort ist alles vorbereitet. Das Brötchen und Saft. Und ihr dürft das nehmen, ihr dürft zurück an euren Platz oder ihr dürft sicher euch irgendwo da aufstellen, sonst im Saal, das für euch nehmen. Und ich mache da einfach Mut, auch spontan dort, wo ihr es mit jemandem zusammen machen möchte. Manchmal ist das mega stärkend, dass man es einander gibt und zuspricht, dass man den Lieb von Christus auf Erde auch liebhaftig zeigt. Macht das, wie es euch entspricht. Es wird auch Gebet angeboten werden im nächsten Teil. Du merkst, du willst irgendwie für etwas beten. Du willst jemanden, der dich begleitet aus dieser Familie Gottes auf Erde, vor Gott zu kommen, dann darfst du gerne Gebet in Anspruch nehmen. Dort hinten hat es eine Tafel und eine Wand, wo Leute ich werde empfangen. Und jetzt möchte ich euch herzlich einladen und ich möchte beten zum Schluss, bevor wir in den nächsten Teil gehen. Vater im Himmel, Schöpfer von Himmel und Erde, du bist ein grosser und gewaltiger Gott. Und diese Serie, die soll uns das auch zeigen, dass es mehr gibt, als das, was wir nur spüren, sehen, erleben, vor unseren irdischen Augen haben. Und ich bete im Speziellen für die Zurüstung von uns als Kirche. Und im Speziellen noch für die Zurüstung der GVC-Kirche im Zürich Oberland. Dass du uns ausrüstest, dass wir dein Lieb auf Erde sein können. Ich bete, dass du uns bodenhaftig bist, mitten in dieser fassbaren Welt.
dass wir greifbar sind, nicht ungreifbar komisch, dass wir erlebbar sind, dass wir uns dieser Welt auch aussetzen. Ich bete für viel Nähe zu Jesus in unserem einzelnen Leben, dass die immer wieder vorkommen kann, weil das ist das Entscheidende. Ich bete, dass wir als Kirche dich gut repräsentieren können. Ich möchte aber auch für all die Menschen beten, die vielleicht jetzt hier unter uns sind oder in unserem näheren Umfeld sind, die dir noch begegnen dürfen und wo du zwar willst, dass sie durch uns begegnen. Und vielleicht sitzt du heute drin und sagst, ja, ich komme schon länger, vielleicht bist du im Livestream dabei und sagst, ich nehme das irgendwie wahr und es fasziniert mich und etwas erlebe ich da. Dann möchte ich dir heute sagen, es kann sein, dass du Gott erlebst in dieser Gemeinschaft von Gläubigen. Und ich möchte dich herzlich einladen, direkt zu dem Gott zu kommen, dich einzuklinken und ihm einfach zu sagen, dass du Teil haben an ihm, an Jesus. Du kannst das tun mit einem einfachen Gebet und sonst empfehle ich dir auch fest, dass du in das Gebet zu dem Gebetsteam gehst. Ich möchte dich segnen mit der Nähe zu Jesus, dass du ihn kannst leibhaftig erfahren in deinem Leben.